herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Bauernhof. Jawohl. Die Ente ist im Boden gelandet, sehr schön. Ja, ich wollte gerne mit euch noch eine kleine Runde hier in die Richtung nochmal weiter drehen. Da hinten, wo die Wüste ist. Bevor wir dann... Krokodile. Bevor wir uns dann auf den Rückweg begeben. Die Viecher sind echt ekelhaft. Und Schlangen, alter Schwede. Und wie schön das aussieht, ne? Wenn da hinten die Sonne, die schon hier dieses Gebiet schon bescheint und da vorne noch nicht. Oh, das ist gar keine Wüste, das ist eine Winterlandschaft schon wieder. Schön. Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Eiskatzen. Ich glaube, das... Oh, achtet mal auf den Matmos-Mod. Ich glaube, dass so das ein oder andere Tier nicht genau hier hinpasst. Ist möglicherweise das Gebiet geändert worden oder halt die Tierspawns stimmen hier nicht so ganz. Ach, ist das schön. So, wir sind jetzt hier. Dass wir vielleicht hier so rumgehen. Immer auf der Suche, ob wir vielleicht noch irgendwas entdecken oder so. Das ist ja das, das Anliegen, wenn wir hier rumlaufen. Hier hätten wir zum Beispiel noch eine kleine Höhle. So, mal schauen. Scheint aber jetzt nichts zu sein, was sich irgendwie lohnt. Das ist nur so eine kleine schnubbelige Höhle, wo man vielleicht nochmal was reinbauen kann. So. Auf jeden Fall sind das Eiskühe und Eisschafe. Hier, mal gucken hier, ob hier irgendwas ist. Nö, da sind nur Schafe runtergeplumpt. Da war eine kleine Höhle. Und ein weiterer Meteorit. Hat sich doch gelohnt, dann nehmen wir den noch mit. Ach, ich verhungere auch gerade. Sehr gut. Delighted Meal. Da haben wir ja in der Truhe gefunden, ne? Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal. Mittig. Ist, glaube ich, hier so. Ach, das ist die Kiste hier. So. Gold Nuggets, sehr gut. Skystone brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut. Ist auch interessant, ne? Ein Meteor, der hier runterfällt und in dem Meteor ist mittendrin eine Kiste. Logik? Fragezeichen. Aber na gut. Ich mag ja Winterlandschaften. Ich dachte eigentlich, ich dachte ja eigentlich, dass in den Winterlandschaften dann auch so Wintertiere sind, aber dem ist offenbar nicht so. Nehmen wir nur Schneeschafe. Und die Anzeige des Regens ist falsch. Warte mal, ist das das Dorf, wo wir waren? Nee, das ist ein neues Dorf. Hä? Was ist denn jetzt hier los? Die Baumbarts sind auch wieder unterwegs. Komm, dann gehen wir noch in das Dorf. Und dann, machen wir uns dann irgendwo auf den Rückweg. Denn ihr seid sicherlich genauso gespannt wie ich, was ist jetzt mit den Bienen, was daraus geworden ist. Und der eine oder andere hat auch geschrieben oder gesagt, das ist eigentlich ganz schön, wenn dann hier dieser Regen fällt und so und man liegt dann schon schnubbelig im Bettchen und kann sich in die Decke kuscheln.
Und hier stürmt es und macht und tut. Außer, dass man davon krank werden könnte. Ja, ja. Und hier muss man immer die Türen finden. Was ist da eigentlich los hier mit diesen Häusern? Wo ist denn die Tür? Ich glaube, der versucht hier rauszukommen auch, ne? Oder die. Wo ist denn eure Tür, Jungs? Ach, da hinten. Das ist nicht so gesund, was ihr da macht. Ich helfe euch mal, ist ja kein Problem. Da könnt ihr zum ersten Mal euer Haus verlassen. Bitteschön. Sehr nett. Sehr nette Leute hier. Urf. Radieschen. Warum habt ihr denn hier so... Bisschen verwirrt, oder? Jetzt kommen sie alle an hier. Warte mal, Lokführer. Gegen eine Landmine kriegen wir einen Zinnbeerenbusch. Ja, da habe ich aber bessere Optionen, den zu finden. So, was haben wir hier? Ja, das sind Einzelteile. Wir haben im Zweifelsfall nichts mit... Wieso setzen der jetzt immer einen Block hier hin? Kaktus sein Head. Sehen wir jetzt nicht irgendwelche Sachen, die wir... Mal weg. Buch gegen Emerald. Ja. Na gut. So, hier haben wir nochmal. Das ist ein Loch, ne? Da sollte man nicht reinfallen. Okay. Hier müsste der Bienenzüchter sein. Ich habe mal ganz schön Wildschweinproblem hier. So, eine Wintry Queen, die brauchen wir nicht. Hätte ich eigentlich mit rechnen müssen. Dann haben wir nochmal den Kartografierer. Die Pollen. Propolis, zwei Stück. Oida. Und du handelst. Meadows gegen Propolis, nee. Tut mir leid, Kollege, da haben wir keinen Deal. So, haben wir denn noch eine Schmied. Haben wir noch eine Schmiede hier? So ein interessantes Dorf hier, ne? Der verkauft Gleise. Der verkauft einen Kaffeeboden. Gegen Kaffeeboden. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Wo bist du? Schmiede, Schmiede! Hier hätten wir nochmal eine Bücherei. Aber ich will die nicht abbauen. Also ich kenne das natürlich, dass Leute das abbauen und so. Ich mag das nicht. Ich meine, die haben sich das auch hier hingebaut, ne? Mit ganz viel Liebe. Und wir müssen das ja nicht kaputt machen. Da ist die große Schmiede. Ne, sonst gibt es hier da hinten. Ist doch ein größeres Dorf. Hier haben wir nochmal eine Bahnstation. Schienen, Teile, Rollingmaschine haben wir ja schon mal geklaut. Und hier wäre dieser schöne Nebenraum. Das Pferd hat irgendwie ein Problem. Gut. Nein. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben dann alles. Gucken wir mal kurz, ob hier oben noch irgendwas ist. Vom Berg auf.
Oh, ein Eisbär. Hallo. Oh. Waren wir hier schon? Ich bin gerade auf dem einen Weg wieder zurückgelaufen. Es ist alles so verwirrend hier. Ja, ja, hier waren wir schon. Gut. Lass uns hier nochmal ein bisschen... bisschen nach Norden noch laufen. Einfach noch ein bisschen aufdecken und gucken. Also mit den Orten und so, das hat sich ja schon gelohnt hier. Jetzt hier nochmal schön in den Wald rein. Aber wir müssen natürlich auch erkunden. Das Ding ist nur, ich hätte jetzt, eigentlich hätte ich jetzt an dem Dorf da hinten einen Wegweiser hinmachen müssen, damit, wenn wir irgendwann nochmal handeln, mit denen auch, dass wir schneller hinkommen. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Interessant. Was ist denn jetzt? Alter, was für ein Nachteinbruch hier. Warte mal, wir schlafen mal eben eine Runde. Oh, ich trinke auch mal eben einen Schluck. Ich dachte gerade, hier wäre vielleicht ein Meteorit runtergesemmelt. Aber hier ist irgendwie so ein... Das ist... Guck mal, wie cool das aussieht hier. Das sieht ja richtig Hammer aus. Guck mal. Das ist so ein... Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, aber es ist halt so ein kompletter Vorsprung hier im Gebirge. Krass. Das ist toll. Nein, wir möchten nicht in den Dschungel. Nein. Meine Zuschauer wollen einschlafen, nicht irgendwie hier einen Hörsturz kriegen. Da ist noch so ein kleiner See drunter, auch ist das toll. Ja, gut, dass wir nochmal unterwegs waren. Also ich glaube, auf dieser Reise haben wir auch wieder viele schöne Dinge gesehen. So. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Elefanten unterschiedlich groß sein können. Unterschiedlich groß werden können. Oh, was hier denn? Noch mehr Dschungel. Ist auch krass, ne? Da ist hier dieses Eis- und Schneeland direkt neben dem Dschungel. Ich will dich da jetzt gar nicht runter. Ich glaube, die Bahnbusse, die es hier im Spiel gibt, die hat man, glaube ich, alle schon, ne? Ich habe immer den Eindruck, das ist irgendwas hier. Weil das hier so komisch wirklich in dem Berg drin hängt. Naja. Gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Ups. Kleines Wildschwein. Kleines Kätzchen.
Ist auch wieder ein schönes Gebirge. Ja, komm, dann gehen wir noch ein bisschen hier raus, gehen da oben noch auf den Berg nochmal gucken, ob wir was erkennen. Und wenn nicht, dann machen wir da... Oh. Hier wäre nochmal eine Höhle. Sollen wir vielleicht hier in die Nähe dann wirklich das Portal dann gleich machen oder oben auf dem Berg? Autsch! Hör den! Ich weiß, was? Das ist auch cool, guck mal hier. So richtig in dem Berg so eine Höhle drin. Nehmen wir nochmal kurz hier die Fackeln. Vielleicht nur mal kurz gucken. Das sind ja meistens so Höhlen, die hier irgendwo so durchgehen. Auf der anderen Seite genau, die hier wieder rausgucken. Ach, ist das awesome. Da ist ein Bär. Ziegen. Schön. Und Pilze. Hier können wir auch eine schöne Hütte hinbauen. Guck mal, wie schön das hier ist. Die schöne Landschaft. Denn ist eine Sandsteinhöhle. Bleh. Diese Varan-Typen. Es ist irgendeine von diesen Pflanzen, die mich hier anfällt. Eine Garda-fressende Pflanze. Hier haben wir einen Marshy Hive. Ah! Garol, was ist los mit dir? Da hinten ist irgendwas. Doch nicht. Sah ganz so aus, so wie die Bäume sich aufgebaut haben, sah das erst so aus, als käme da was. Oh, und dann könnte man hier so einen schönen Wasserfall runter machen. Von diesem kleinen Fluss ausgehend hier. Tolles Gebiet hier. Hier machen wir auf jeden Fall unseren Teleport hin. So ein schönes Gebiet. Hier ist Dschungel, hier ist Schnee. Das ist schon toll. Ich mag sowas. Gehen wir nochmal hier ein bisschen lang. Ja, und dann, wenn wir gleich die Auflösung haben, hat unsere tolle Bienensache und der Chunkloader funktioniert. Ihr erinnert euch an die Catty oder Catherine. Wir hatten ja die Catherine eigentlich gebaut, die so ein bisschen auf unser Gebiet aufpassen sollte, während wir nicht da sind. Das hat die jetzt nicht so zuverlässig gemacht, muss ich sagen. Dieser Baum da unten sieht komisch aus, oder? Das ist vielleicht ein besonderer Baum. Ist das schön hier. Oh, ist das toll hier alles. Oh, hier müssen wir irgendwann mal was bauen. So ein Wochenendschloss oder so. Ruckartige Mausbewegung und ein schweigender Moderator deuten auf Niesattacken hin. Aber das ist so ein bisschen so wie das Sumpfgebiet, was wir auch bei uns in der Nähe haben eigentlich. Nur irgendwie haben wir bei uns in der Nähe nicht so rundherum so eine schöne Landschaft dann. Hier mit Winterlandschaft und mit Dschungel und Have You Not Seen. Oh, es ist toll. Das wäre auch ein tolles Gebiet gewesen zum Starten. Ja, ich würde sagen, wir setzen hier einen Wegweiser hin. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob wir einen dabei haben. Ja, einen haben wir noch. So.
Da brauchen wir diese Kreide, ne? So, dann nennen wir das hier mal schönes Gebiet. Tja, damit endet sie unsere Reise und jetzt bin ich mal gespannt, was denn aus unseren Bienen geworden ist. Da bin ich wirklich gespannt. So, Einsam Island, das habe ich mal gebaut. Ich habe so ein bisschen Angst immer, dass wir doppelt und dreifach transportieren müssen. So, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Und ihr seht, der Chunk war geladen. Also das hat schon mal geklappt. Jetzt die Frage, haben die Bienen... Ich glaube, wir haben auch genug Essen dabei gehabt. Haben die Bienen fleißig produziert? Na? Diese Musik ist irgendwie sehr merkwürdig. Machen wir das nächste, den nächsten Titel drin. So, wir sehen, die Bienennester sind aktiv, das heißt, sind gelaufen. Wir gucken mal eben nach der Baumfarm. Ich zeige euch auch mal eben den Chunkloader. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, oder? Sind wir nur dran vorbeigelaufen. Hier vorne steht er. So, und 81, ich habe das genau ausgecheckt. Der ist dann so groß, dass sowohl hier die Baumfarm als auch die Bienenzucht laufen. Wir sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Müssen wir mal eben unsere Schätze, die wir jetzt mitgebracht haben, die müssen wir mal eben... Nee, der Wagen ist stehen geblieben. Aber ihr seht, die Bäume sind gewachsen, also... Und wir müssen mal hier diese ganzen Samen verbrennen. Okay, der ist stehen geblieben. Scheinbar war das jetzt nicht so effizient. Und wir müssen mal gucken, dass wir die Wege hier durch doch noch ein bisschen anders bauen. Und wir haben schon wieder Nacht. Aber trotzdem gucken wir jetzt noch nach den Bienen. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Und das Schöne ist ja auch, man kann sehen, dass die Bienen gearbeitet haben. Guckt euch mal an, wie viele neue Blumen hier entstanden sind. Das ist so toll. Jetzt hier so ein Kaktus. Puff, au. Ups. So, ich bin gespannt. Ihr auch. Ich hoffe, der Chunkloader hat den Tieren hier und nichts getan. Nee. Die ist in der Höhle oder vor der Höhle. Okay, meine sehr verehrten, wir gucken erstmal hier. Also, folgendes war ja mein Wille. Dadurch, dass wir jetzt hier normalerweise... Oh, hier ist eine Meadows bei rausgekommen. Dadurch, dass wir jetzt hier immer dieselben Bienen drin haben, war meine Hoffnung, dass die langsam aber sicher, dadurch, dass wir immer wieder züchten, eine Chance haben auf eine Mutation. Wir hatten hier, glaube ich, die Standardbienen drin. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, und da sind noch die Standardbienen drin. Hat es nicht geklappt. Wenn da Modestbienen oder Violette drin sind, hat es geklappt. Ich bin gespannt. Könnte natürlich auch in den Kisten sein. Das weiß man nicht. Wir gucken. Okay, 13 normale Drohnen. Das ist schon mal schlecht, denn wir wissen, wenn die Drohnen sich stacken lassen, sind das Standarddrohnen. Die wollen wir nicht. Packen wir mal hier rein. Und ihr seht, die lassen sich stacken. Nicht gut. Lassen wir mal so, hier hat sich nichts gewandelt. Hier hatten wir, glaube ich, Kultivierte drin. Oder? Wir nehmen auch hier die Kommen raus. Packen die mal hier rein. So, und jetzt die Frage, hat es sich gelohnt in Sachen Honig? 10 Honig und nochmal eine Forest. Und wir haben kultivierte Drohne rausgekommen. 20 Honig. Und alles kommen.
Und wenn wir jetzt diese beiden kreuzen, haben wir die Chance auf eine Noble, ne? Also eine Common mit einer Cultivated. Aber ich würde die noch gerne noch weiterlaufen lassen. Aber hier müssen wir was tun. Die müssen wir kreuzen dann. Aber wir haben jede Menge Honig zum Schleudern bekommen. Schön. Oh, der arme Bär. Der muss immer den Honig hier. Und dann hat er so eine feine Nase und dann riecht er den leckeren Honig und kommt da unten nicht hoch. Dafür kriegen die demnächst eine schöne neue Aussicht. Die bauen wir in der nächsten Folge. So. Also das hier müssen wir noch breiter machen, dass man hier noch besser den Weg erkennen kann. Und dann würde ich gerne auch... Das sind Schafe, ne? Und dann würde ich gerne auch hier mal so einen Weg hochbauen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, weil das nervt so ein bisschen. Ich glaube, das mache ich als eher... Also das geht, glaube ich, gar nicht. Aber die Frage ist, ob wir dann so einen Weg hochbauen, aber sofort eine Rampe für Eisenbahn oder so. Wenn da jetzt ein Cobblestone rauskommt. Und wir haben ja keinen Strom. Also die Stromversorgung ist echt so ein Problem. So, den nehme ich jetzt mal raus. Ach, hier sind die Bäume sind hier reingelagert worden. Aber wir müssen hier noch so einen Verteiler reinmachen. Wir müssen einen Sortierer da reinmachen. Das geht nicht. Die Samen müssen wegsortiert werden. Sonst verstopfen die Samen uns immer unser System hier. Und wenn irgendwo zu viel Samen drin sind, das ist immer blöd. Okay, so, die andere Frage ist jetzt folgendes. Also, wir haben mehrere Sachen, die wir in der nächsten Folge machen wollen. Eine davon ist eventuell gucken, ob wir hier die Technik weiterbauen hinsichtlich Erzwaschen. Weil wir haben jetzt das Erz ja da. Wir können das natürlich hier wieder in unserem Ofen waschen. Aber es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, dass wir... Oh, ich glaube, auf das Fenster durften wir nicht klicken. Das stürzt gleich ab. Eine Möglichkeit wäre auch, dass wir uns die neuen Techniken anschauen. Euch wünsche ich jedenfalls eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge sortieren wir mal unsere Schätze an, gucken, wie viel da rausgekommen ist. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.